Schön, dass ihr alle hier seid. Mein Name ist Christoph Michel, Geschäftsführer der IGCSD und schon sind 365 Tage wieder vorbei. Ja, so lange haben wir nämlich dafür gearbeitet, dass der heutige Abend stattfindet und das ganze Festival, der Christopher Street Day in Stuttgart stattfindet. Schön, dass Sie bei dieser glamourösen Reise heute Abend dabei sind, in die heiße Phase unseres CSDs. Jetzt ist es nicht mehr lang, dann zieht die Parade, dann beginnt das Straßenfest in Stuttgart und jede Menge haben wir gemeinsam mit euch, mit Ihnen vor. Aber wenn wir so ein großes Kulturfestival starten mit 200.000 Menschen am Straßenrand allein bei der Parade, dann braucht es auch eine würdige Eröffnung. Im Rathaus am vergangenen Freitag haben wir schon den politischen Startschuss gegeben mit den Reden von Oberbürgermeister Fritz Kuhn und auch von unserer diesjährigen Schirmfrau Judith Skudelny. Schön, dass viele von Ihnen, von euch dabei waren. Und heute Abend wollen wir dem Ganzen noch ein bisschen einen glamourösen Anstrich geben. Der Auftakt war, glaube ich, schon mal sehr, sehr gut. Jetzt geht es darin, den CSD feierlich zu eröffnen. Und das tue ich nicht allein, sondern ich möchte zwei Personen zu uns hier auf die Bühne bitten. Zum einen Judith Skudelny, die Bundestagsabgeordnete der FDP hier in Stuttgart, unsere diesjährige Schirmfrau. Frau Skudelny, kommen Sie bitte hier nach oben. Und außerdem den Bürgermeister für Integration, unseren Werner Wölfle. Die Wege im Varieté sind lang. Wunderbar. Judith Skudelny, Werner Wölfle. Schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Ich habe schon mal Werkzeug dabei. Und die Kolleginnen und Kollegen am Rand bringen uns das Band nach oben, bitte. Und wie sich das gehört, ganz feierlich durchschneiden wir zu dritt auf 3, 1, 2, 3. Der CSD 2018 unter dem Motto Expedition Bies feierlich eröffnet. Vielen herzlichen Dank, Herr Wölfle, Frau Skudelny. Wir sehen uns gleich noch. So viel Zeit, so viel Glamour muss sein. Ja, unsere Expedition ist schon eine ganze Weile unterwegs. Die startet ja nicht erst heute. Der CSD hat eine lange Tradition. Erst diese Woche war in den Stuttgarter Nachrichten ein großer Artikel, Retrospektive, mit Blick schon auf nächstes Jahr. 50 Jahre Stonewall im Jahr 2019 und 40 Jahre CSD in der Landeshauptstadt. Ja, ganz so lang organisieren wir es noch nicht und ganz so lang moderiert sie auch die CSD-Eröffnungsgala nicht. Ihr alle wisst, wen ich meine. Eine Gala ohne das Fräulein wäre keine Gala, vor allem hier in Stuttgart. Für Sie, für euch, Fräulein Wommi Wanda! Hallo! Warte grad noch das hilflose Kind, das mit den Füßen scharrte. Die anderen war für meine Träume noch blind, sie sagten, sei still und warte. Für mich gab's kein Zurück, und das war mein Glück. Es brachte mich hierhin, und heute macht es Sinn, alles gut so. Heute wollen wir viel erleben, heute wollen wir alles geben, heute. Ich so gerne hier. Heute wollen wir vieles sagen, Expeditionen wagen. Heute haben wir nichts zu verlieren. Heute wollen wir alles zeigen. Heute wollen wir nichts verschweigen. Heute haben wir euch im Und was mich ganz besonders freut, das alles geht's hier und heute. Hallo Stuttgart! Das alles geht's hier und heute. Hey! Dankeschön! Vielen, vielen, Jesus Gott, Dankeschön.
kannst mit der Musik ausfaden. Das war okay. Dankeschön. Haben Sie es auf Endlosschleife gestellt? Dankeschön. Es reicht eine Strophe und Schluss, sonst fallen die Vögel tot vom Dach. Ja. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen hier zum Kursus Betreutes Denken hier im Friedrichsbau Varieté zur Eröffnungsgala des CSD 2018 zur Expedition Wir. Ich bin heute Abend eure Reiseleiterin. Ich lade euch ein auf eine Reise ans Ende des Verstandes. Es ist für manche nur ein Kurztrip, aber okay. Hauptsache, wir sind bis zum Frühstück wieder zurück. Ich soll es heute Abend auch nicht böse sein. Sie müssen oder ihr müsst es mir ein bisschen nachsehen. Ich habe heute ein bisschen Probleme. Ich versuche zwar also positiv euch und mich selber zu motivieren, aber mir geht es nicht gut. Ja, ich gebe euch nochmal eine Chance, kollektiv zu heucheln. Mir geht es nicht gut. Ja, das liegt an der Hitz. Ich bin sowas von in der Hitz. Nein, ich bin nicht wirklich in der Hitz, aber es ist eine Hitze hier oben und das schlägt aufs Gemüt. Und in meinem Alter weiß man nicht genau, sind das die Wechseljahre, sind das die Wellen, fängt es jetzt schon an. Und es war für mich dann gar nicht so einfach und ich habe gedacht zur Vorbereitung, ich gehe noch zum Doktor, lass mich untersuchen. Anamnese, Vorgespräch, fragt er mich so, ja wie geht's Ihnen, schaffen Sie viel? Ich habe gesagt 12 Stunden am Tag, sagt er halbtags, das ist okay. Und dann meinte er so, jetzt weiß ich, was Ihnen fehlt. Sie haben das Burnout-Syndrom. Und ich habe gesagt, was habe ich? Sagt er, das Burnout-Syndrom. Ich habe gesagt, was heißt das? Hat er gesagt, Sie sind fertig. Sie sind erschöpft. Sie brauchen Ruhe, Erholung und Urlaub. Sie müssen jetzt 14 Tage, jeden Tag in die Sonne. Habe ich gemacht, aber montags hat die Sonne zu, da musste ich in der Ochse. Es war so schwierig. Und ich habe dann versucht, mich selber zu motivieren. Habe mich daheim extra für euch selber also kuriert. Und mir war es in den 14 Tagen so langweilig, dass ich versuchen musste, mich selber zu motivieren. Bis ich soweit war, ich habe bei UPS angerufen, habe gefragt, wann kommt die Sendung mit der Maus. Das war gar nicht deren Humor. Dabei sind das meine speziellen Freunde. Ich habe 2 spezielle Freunde. Das eine ist UPS, das andere sind die Zeugen Jehovas. Und ja, die einen klingeln zu wenig, die anderen klingeln zu viel. Und ich war dann so weit. Ich war dann so weit, dass ich sogar ertragen habe, die Zeugen Jehovas reinzulassen. Kürzlich klingelten sie so an der Tür und so. Darf ich mit Ihnen über Gott reden? Ich habe gesagt, ja, kommen Sie rein, ich habe Tee aufgesetzt. Und dann saß die bei mir auf der Couch und es war so still. Und ich habe gesagt, ja, wann geht das Gespräch los? Sagt sie, so weit bin ich noch nie gekommen. Die saß dann, die war wirklich. Jetzt war die nicht alleine da, sie hatte zur Einarbeitung noch so ein Mädel so 14, 15 mit dabei und die saßen auf der Couch und habe gedacht, jetzt muss die Stimmung ein bisschen locker werden. Habe so Tee serviert und dann habe ich sie durch die Wohnung geführt, habe ihnen den Gesinderaum gezeigt, meine Kemenate und so das Angestelltenzimmer und den Ostflügel und der Keller, wo die ganzen Kostüme hängen. Und dann guckt die sich das an und sagt, ja, Sie sind doch ein Mann und das ziehen Sie an. Das steht im Alten Testament, Männer, die Frauenkleidung tragen, sind dem Herrn ein Gräuel. Dann habe ich gesagt, nach ein paar Zeilen weiter drunter steht aber auch, du sollst keine Kleidung aus zweierlei Gemisch tragen. Damit ist Funktionswäsche schon mal draußen. Und dann sagt sie, so können Sie das nicht sehen. Habe ich gesagt, gucken Sie, im Neuen Testament steht, die Frau schweige in der Versammlung, Sie sind weg. Dann war die fertig. Dann war die auf meiner Couch, sank so in sich zusammen, die Kleine sank auch in sich zusammen und die waren, irgendwie hat es in ihnen rumort. Ich habe gedacht, das bewirkt was. Kann auch das Abführmittel gewesen sein, das ich in den Tee gerührt habe. Hauptsache irgendwas geht vor, wenn man in sich geht. Und das ist das Thema des heutigen Abends, Expedition Wir. Wir gehen in uns, bis wir ganz außer uns sind. Und ich bin auch schon in mich gegangen. Und es war ein weiter Weg. Und ich habe versucht, mich zu finden. Aber ich habe mich nicht gefunden, weil ich stand neben mir.
Und insofern bin ich froh, dass ich heute Abend nicht neben mir stehe, sondern hier auf der Bühne vom Friedrichsbau Varieté, um die große Gala zum CSD 2018 anmoderieren zu dürfen. Hinter den Kulissen warten viele, viele Künstler heiß drauf und begierig, das Programm eröffnen und durchtanzen zu dürfen. Da kommen welche auf die Bühne, die tanzen, die schmeißen die Beine in die Luft und hoffen, dass es sortiert wieder runterkommt. Es gibt viel zu sehen, es gibt viel zu hören, lustige Lieder für listige Luder und viel zu staunen über Menschen, die Schwerkraft außer Gefecht setzen.